Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Cassandra und in diesem zweiten Teil zu Unterrichtskonzepten geht es um den geöffneten Sportunterricht mit einem subjektorientierten Methodenverständnis. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Frau Fischer. Im ersten Teil hat sie von Professor Neuber nach einem kurzen Überblick zu Unterrichtskonzepten eine Einführung in den geschlossenen Sportunterricht bekommen. Lasst uns schauen, wie es weitergeht. Kommen wir nun zum konstruktivistischen Lernverständnis beim offenen Unterricht als Abkehr zum geschlossenen Unterricht. Bei einem radikal konstruktivistischen Verständnis von Lernen wird davon ausgegangen, dass Lernende nur selbst lernen können. Das können sie auch tatsächlich in einem außerordentlich guten Maße, wie wir beim informellen Lernen der Heranwachsenden in ihrer Freizeit beobachten können. Ein rein selbstständiges Lernen im Unterricht ist in der klassischen Schule aber nicht realistisch und entspricht auch nicht dem System Schule, da Unterricht in seiner Definition eine gezielte Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr- und Lernprozessen darstellt. Deshalb sollten wir im Kontext von klassischen Schulen, die einem Rahmenlehrplan folgen, eher von einem geöffneten Unterricht sprechen. Geöffnete Unterrichtskonzepte sind, je nach dem Grad der Öffnung, durch ein mehr oder weniger hohes Maß an Selbstständigkeit der Lernenden gekennzeichnet. Ich frage mich gerade, ob nicht das totale Chaos ausbricht, wenn der Unterricht geöffnet wird? Das Unterrichtsgeschehen mag auf den ersten Blick etwas wuselig wirken, aber auch ein geöffneter Unterricht folgt einer gewissen Struktur. Geöffneter Unterricht bedeutet nicht, dass jeder Lernende tut, was er will und ist somit nicht mit einem laissez-faire Erziehungsstil zu verwechseln. Hildebrand und Lagging formulieren, dass es verschiedene Grade der Offenheit gibt. Grob können wir in einem geöffneten Sportunterricht zwischen einem subjektorientierten und einem integrativen Methodenverständnis unterscheiden. Subjektorientierte Methoden sind induktiv und gehen vom Subjekt aus. Sie sind methodisch als Gegenbewegung zu traditionellen Anleitungs-, Lehr- und Trainingsverfahren im Sport entwickelt. Also zum Beispiel zum Sportartenkonzept und sind daher tendenziell eher offen, induktiv angelegt. Die Wurzeln der subjektorientierten Methodik reichen allerdings zurück bis in die reformpädagogische Leibeserziehung der 1920er Jahre. Integrative Methoden gehen sowohl von der Sache als auch vom Subjekt aus. Sie sind daher sowohl induktiv als auch deduktiv und können als Mittler zwischen den Extrempositionen des geschlossenen und geöffneten Unterrichts verstanden werden. In einem geöffneten Unterricht wird also nach zwei Methodenverständnissen unterschieden? Prinzipiell schon. Es existieren zwar mehr Grade der Öffnung, aber das subjektorientierte und integrative Methodenverständnis sind recht anschauliche Markierungen auf einem Kontinuum zwischen einem geschlossenen und geöffneten Sportunterricht. Lassen Sie uns doch am besten mit dem subjektorientierten Methodenverständnis beginnen und hierauf näher eingehen. Geöffnete Unterrichtskonzepte mit einem subjektorientierten Methodenverständnis sind zielorientiert. Sie sind jedoch durch ein hohes Maß an Selbstständigkeit der Lernenden gekennzeichnet. Das subjektorientierte Methodenverständnis geht daher vom Subjekt bzw. vom Lernprozess des Individuums aus. Die Rolle der Lehrenden besteht vornehmlich darin, eine zielorientierte Lernumgebung zu arrangieren und die Lernenden bei der Suche nach eigenen Lösungen zu beraten und zu unterstützen. Daher ist die Anzahl an Lösungsmöglichkeiten unbegrenzt. Das Monopol über methodische Entscheidungen liegt weitgehend in der Hand der Lernenden. Wir sprechen hierbei von einem induktiven Verfahren bzw. induktiven Vorgehen. Die Lehrkraft wird zum Lernbegleiter bzw. zur Lernbegleiterin und gibt bei Bedarf an geeigneten Stellen Impulse und Hilfestellungen. Insofern steht nicht die mehr oder weniger normierte Sache Sport im Vordergrund dieses Ansatzes, sondern das individuelle Erleben und die subjektiven Sinnesbezüge des Sich-Bewegens. Auf der Inhaltsebene wird in erster Linie von Bewegungen und zum Teil von Spielen ausgegangen, die prinzipiell unter verschiedenen pädagogischen Perspektiven betrachtet werden können. Vor diesem Hintergrund geht es beim subjektorientierten Methodenverständnis nicht um eine möglichst schülerorientierte Vermittlung einer Sache, vielmehr wird die Methode zum Ziel. Das heißt, Lernende sollen im Sportunterricht eine Methodenkompetenz erwerben. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund unserer schnelllebigen Zeit, in der man sich immer wieder flexibel an sich ändernde Umstände anpassen und neu bzw. umlernen muss, nachvollziehbar. Daher steht das Lernen selbst im Mittelpunkt. Das Lernen soll gelernt werden. Das leuchtet mir ein. Wie sieht ein typisches Vorgehen bei einem subjektorientierten Methodenverständnis aus?
Die Umsetzung ist in der Regel folgendermaßen. Die Lehrkraft liefert offene Bewegungsanregungen. Diese gehen oft von Materialien und Geräten aus, zum Beispiel von Alltagsmaterialien oder Bewegungslandschaften. Eine Bewegungsanregung könnte folgendermaßen lauten. Ihr dürft alle vorhandenen bzw. von mir bereitgestellten Materialien und Geräte nutzen, um euch eine Bewegungslandschaft aufzubauen. Probiert euch an den verschiedenen Stationen aus. Die Lehrkraft ermöglicht damit Bewegungssituationen und betreut die Heranwachsenden in pädagogischer Hinsicht während den langen Phasen des Erprobens, des Wahrnehmens, des Erfahrens und so weiter. Es geht dabei um das Finden von eigenen Lösungsmöglichkeiten. Während dieser Zeit kann die Lehrkraft unter Umständen Hilfen und Impulse liefern. Diese sind aber eher als Vorschläge zu verstehen. Die Anregungen erfordern meist keine unmittelbare oder präsentierbare Bewegungslösung, da bei diesem Ansatz prinzipiell unendlich viele Lösungsmöglichkeiten erlaubt sind. Bewegungskorrekturen kommen daher eher selten bis gar nicht vor. Bei diesem Vorgehen sehen wir, dass die Lehrkraft wenig Aktionen durchführt und der Unterricht schülerzentriert ist. Die Hauptaufgabe der Lehrkraft liegt in einer gründlichen Vorbereitung und dem Gestalten einer vorbereiteten sowie zielorientierten Lernumgebung. Danach agieren die Heranwachsenden in einem hohen Maße selbst. Die Lehrkraft beobachtet und begleitet sie. Bei Bedarf kann auch eine Reflexion über die Erlebnisse und Erfahrungen erfolgen. Können wir dies wieder auf die fachdidaktischen Konzepte mit großer Reichweite beziehen? Ich frage mich, welche fachdidaktischen Konzepte einem subjektorientierten Methodenverständnis folgen. Fachdidaktische Konzepte wie das psychomotorische Konzept, das Bewegungs- bzw. Körpererfahrungskonzept und das sozialökologische Konzept werden tendenziell relativ offen und damit nach dem subjektorientierten Methodenverständnis vermittelt, um ihre handlungsgeleiteten Ziele und Inhalte nicht zu verfehlen. Diese fachdidaktischen Konzepte können aber unterschiedlich geöffnet umgesetzt werden. Nehmen wir das sozialökologische Konzept als Beispiel. In einem weit geöffneten Sportunterricht würde die Umsetzung eines sozialökologischen Konzeptes grob folgendermaßen aussehen. Die Heranwachsenden dürfen sich mit den vorhandenen Materialien und Geräten selbst Bewegungslandschaften nach ihrer Vorstellung bauen. An diesen dürften Sie dann Ihre Themen bzw. Bewegungsideen in Eigenregie umsetzen und selbst entscheiden, wie lange Sie sich an welcher Station ausprobieren. Sie besitzen also das Methodenmonopol und haben auch Ihre Inhalte selbst oder gemeinsam mit der Lehrkraft ausgewählt. Der Lehrkraft käme die Aufgabe zu, falls gewünscht und nötig, die Heranwachsenden bei ihren Auf- und Abbauten zu unterstützen. Eventuell kann sie auch einige Bewegungsimpulse geben. Ansonsten hält sie sich in diesem schülerorientierten Sportunterricht relativ zurück und steht beratend zur Verfügung. Ein so offenes Vorgehen wird im Sportunterricht allerdings selten praktiziert. Häufiger finden wir eine derartige Umsetzung in Ganztagsangeboten. Die Heranwachsenden lieben die ihnen eingeräumten Gestaltungsfreiheiten und lernen dabei ganz nebenbei mit einer intrinsischen Motivation. Im Sportunterricht werden Bewegungslandschaften in der Regel mit einem vorher definierten Lernziel bzw. Kompetenzerwartung aufgebaut. Beispielsweise werden Stationen mit diversen Geräten zum Thema Gleichgewichtsfähigkeit arrangiert. Bei Kindern kann dies mit Tongeräten wie Bänken usw. erfolgen. Bei Jugendlichen könnten Stationen zum Slackline aufgebaut werden. Die Stationen ermöglichen selbstverständlich eine Differenzierung und bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Wenn die Heranwachsenden sich nun frei innerhalb dieser Station bewegen dürfen, ist dies auch ein relativ geöffnetes Vorgehen, da die Lernenden innerhalb des von der Lehrkraft vorgegebenen Rahmens selbsttätig ihre Bewegungsideen umsetzen und ausprobieren dürfen. Durch die zielorientierten Aufbauten werden die allermeisten Bewegungen zwangsläufig etwas mit Balancieren bzw. Gleichgewichtsfähigkeit zu tun haben. Und die Heranwachsenden erhalten die Gelegenheit zur Exploration. Auch in dieser Variante eines schülerorientierten Sportunterrichts steht die Lehrkraft dann nach intensiven Planungen im Vorfeld während der Einheit wieder beratend zur Verfügung. Die Abgrenzung zu einem geschlossenen Unterricht liegt hier darin, dass keine Bewegungslösungen vorgegeben werden und auch nicht induktiv erarbeitet werden, wie bei einem integrativen Methodenverständnis.
Ich denke, das subjektorientierte Methodenverständnis in Abgrenzung zu einem geschlossenen Unterrichtskonzept bzw. objektorientierten Methodenverständnis habe ich jetzt auch verstanden. Super, dann lassen Sie uns doch, bevor wir gleich auf das integrative Methodenverständnis eingehen, zur Anwendung des bisher Besprochenen kommen. Nun seid ihr an der Reihe. Stellt euch vor, ihr thematisiert in einer Sportstunde zur pädagogischen Perspektive Gestaltung mit einer dritten oder siebten Klasse beim Bewegungstheater eine Einheit zum Thema Ich gehe, ich stehe. Das Stundenziel lautet, die Schülerinnen und Schüler erproben zur Musik Gangarten und entwickeln dabei eigene Ideen in Einzel- oder Partnerarbeit. Deine Aufgabe ist es, zu dieser Unterrichtseinheit bzw. Zielsetzung nach dem subjektorientierten Methodenverständnis ein idealtypisches Vorgehen zu skizzieren. Konkretisiere in einer Tabelle deinen Medieneinsatz und deine Organisationsformen, sowie deine methodischen Maßnahmen, auch Aktionsformen genannt. Recherchiere bei Bedarf mögliche Gangarten. Viel Freude und Erfolg!